Hallöchen und Fick und willkommen zu einem neuen Spiel, was wir heute mal antasten werden. Was ich gar nicht erwartet habe, das Spiel ist nämlich mal was komplett anderes. Und mir gefällt es mega gut. Das Spiel nennt sich Special Tactics, den Link dazu, das gibt es bei Steam zu kaufen. Und den findet ihr unten in der Beschreibung. Ich bin hier mit dem Items. Hallo. Hallo, und das Spiel heißt wie gesagt Special Tactics. Es ähnelt und erinnert an Counter-Strike. Allerdings ist es nicht einfach nur so ein Shooter von oben, sondern es ist taktisch. Wir müssen hingehen und diese Leute kontrollieren, sagen, was sie machen sollen. Ich bin hier auf der Verteidigerseite und eins ist auf der Terroristenseite. War das so? Ja, doch. Ja, du bist Terrorist, ja. Du willst Bombe platzieren. Und ich muss jetzt hingehen und meine Leute platzieren. Und bin jetzt am Zug und kann jetzt platzieren und sagen, wo die hingehen sollen. Und wo die, wo die sich platzieren sollen und was sie machen sollen. Sagen, den schicke ich hier hin. Und den schicke ich hier hin. So, kommen wir mal hin. Bin mal gespannt, was Items so vorhat. Wie der das Ganze plant. Ich hoffe mal, dass ich taktisch passiert, genug bin. Passiert um erst, dass ich auch auf Execute gedrückt habe, ne? Oder? Ja, ja, wir müssen beide durch sein. Also. Das ist das Wichtige. So. Du gesetzt dich da. Da. Okay, so. Du machst dich auf dieser dahin. Achte da vorerst da noch drauf. Und du begibst dich auf die Socken. Kommst du da hinten schon hin? Nein. Wie mache ich denn? Ah, du gehst hier hin. Die Richtung. Und du gehst hier hin. Guckst da hin. Let's go. So. In position. Vielleicht den ersten Kontakt haben. Bin gespannt. Ich hoff's mal nicht. Noch weiter? Nein. Machen wir denn dahin und dann. So. Du bist schon geplant. Gut, du kannst dahin gehen und du gehst dahin und das. Ich würde sagen, was machen wir noch? Moving out. Nein! Awaiting orders. Alter, das hast du nicht gesehen! Du bist da oben gerade gestorben. Ich sehe nur, dass da eine Leiche liegt. Ey, der sollte die Granate übers Auto werfen. Was hat er gemacht? Der hat die Granate gegen das Auto geworfen. Ja, aber hast du Idiot. Aufgepasst? Also zu da, weil du hast nicht aufgepasst wahrscheinlich. Ich hatte gerade einen von deinen Typen gesehen. I will home up hier. So. 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 Roger that. Dein Assault sieht nicht gut aus. Oh Gott, das wird jetzt schwer. Taking point. Ja! Nein! Immerhin habe ich einen erwischt. Das hast du, ja. So. So. Nein, du konntest da durchschießen? Nein, ich bin außen rum gelaufen. Du hast es nur nicht gesehen. Ja, aber dein linker Typ hat mich doch gekillt. Dass ich wüsste, bei mir hat gerade meine Shotgun abgedrückt. Ne, hier steht SMG, hat mich getötet. Ich dachte, das ist eine Wand da, wo C draufsteht. Ich dachte, das ist eine Wand. Doch eine Wand. Deswegen dachte ich, dass ich geschützt bin, war ich aber nicht.
gefährlich gerade, was hier abgeht. Na los, Items. Mach mal. Glaube. So. Also ich finde es immer was komplett anderes und ich finde das relativ cool, wie es gemacht ist. Ja, es ist. Also es ist mal was Neues. Ich habe noch nie sowas gespielt in der Hinsicht, ehrlich gesagt. So wie früher Warcraft 3 und sowas, klar, aber das ist ja doch nochmal was anderes. Nee, das ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich plante. Oh. Ja, das ist. Erstmal. Ah, oh, die Musik, die ist ganz schön laut, fällt mir gerade auf. Kann ich die eigentlich. Ich mach die Musik jetzt einfach mal komplett aus. Die ist aber auch blöd ohne Musik. Items, was machst du denn? Ich muss gerade Dinge tun. Bomb's planted. Okay. Bomb has been planted. So und so. Und so. Jetzt bin ich mal gespannt. Taking point. Liegt da eine Ava eigentlich auf der Kiste oder was ist das? Ich glaube, aber ich weiß nicht, ob man die aufnehmen kann. Smoking. Hier können wir an der Seite, können wir hier alles abbrechen und zurückstellen, was wir gerade gemacht haben. Aber wir können halt mit rechter Maustaste im Moment klicken, wo die Person hin soll. Let's go. Wir können die dann da hinschicken. Ah! Das ist nicht nett. So. Moving out. Nein! Mein Sniper ist gefallen, du hast ja auch noch. Also du hast nur drei Leute! Ja, ich hab doch zwei umgebracht. Nee, du hast nur einen umgebracht. Oh. Der andere, den du gekillt hast, war dein eigener. Stimmt. Das war der Granatentyp. Okay, komm, noch eine Runde. Okay. Kann man, dass ich diesmal angreife? Hoffen wir es mal. Gebe ich leider keine verschiedenen Waffen, oder? Doch, haben wir wieder. Nee, da haben wir leider nur eine Art Waffe. Eine Granate, da können wir noch nichts anderes ändern. Da müssen wir wahrscheinlich hochleveln. Ich würde insgesamt 3 Videos hier zu geben. Und damit sind wir bei dem ersten. Und wenn dir das Spiel gefällt, na wie gesagt, den Link dazu habt ihr unten in der Beschreibung. Achso, ich muss auch noch ready drücken. Den Link dazu habt ihr unten in der Beschreibung. So. Du gehst mal schön. Ja, kann ich das generell so planen? So, mal gucken, ob das klappt. Nein, dann hier und dann hier hin. Oh Gott. Zeitdruck! Roger that. Oh. Gerade so. Okay, nee, den Part behalten, den Path behalten sie nicht bei, wo sie lang sollen. So. Ist aber auch sehr gefährlich, deswegen machen wir so. Und du gehst da lang und machst dann ihn hier. So. Taking point. So, 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 nee, stopp. Oh, wenn das mal nicht schief geht. Wenn das mal nicht schief geht. Ja, doch, das, ja, doch, das könnte klappen. Stopp, Ando, so. Du machst das und du hast noch keine Aufgabe, du gehst da lang und dann kommst du da. So. Let's go. Fire.
So. 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 Hat jetzt jeder eine Aufgabe? Du hast eine Aufgabe, du hast auch eine Aufgabe. Und danach da, da. Wobei, besser so. Moving out. So, haben wir mal rein. In position. Hoffen wir, dass es funktioniert. Taking point. Du Arschloch! Wieso machst du denn genau das, was ich denke, was du machst? Das macht man nicht. Du Arsch! Let's go. Awaiting orders. So. Das. So. Er hier, das. So. Moving out. Achso, ich muss da drin stehen bleiben. Roger that. In position. Nein, wie, meiner ist down. Seh ich gar nicht ein. Ich hab doch noch welche. Los, Items. Mach mal. Mach. Bin grad dabei, Mann. Hetz doch nicht so. Fire in the hole. Oh, nice! Ich hab sie alle getötet! Das war eine geile Granate! Oh, nice! Die war echt wunderschön. Wir können auch ein Replay safen. Wir gucken mal, was wir noch so Schönes haben. Das Spiel hat auch eine Kampagne. Man kann eine ganze Menge machen. Man kann so Challenges machen. Wir gucken mal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben verschiedene Maps. Da könnt ihr scheinbar so Simulationen spielen. Dann haben wir noch Survival. Ich nehme mal an, was ist das denn bei Survival? Sharpen your tactics and mob defuse it on hostage. Ah, man kann auch hier eine Geisel befreien. Das ist auch ganz cool. Wir haben ja noch einen Store. Hier können wir Waffen bekommen. Ach, da müssen wir uns Kisten. Ah, kennen wir ja. Kisten kennen wir ja. 1000 Gold kostet eine Kiste. Können wir eigentlich die Musik leiser machen? Ja. Ah, können wir. Das ist schön. So, wir haben, ja, es gibt hier Training, was man machen kann. Man kann das ganze Movement machen. Hier gibt es für jede Klasse gibt es hier ein Tutorial, ein Training, was man machen kann. Eine schöne Defense-Formation. Man hat hier auch Multiplayer, was ihr schon gespielt habt, um zu testen, wie der am besten läuft. Es gibt wohl auch ein Schild. Das habe ich allerdings noch nicht. Jetzt gucken wir mal, dass ich bis zur nächsten Folge mich da noch ein bisschen einfinde. Und gucke, dass wir da noch ein bisschen mehr machen können. Dass wir vielleicht nicht nur Multiplayer zocken. Weil Louis hat das Spiel natürlich nicht. Ja, ansonsten, ich guck mir auch mal die Tage mal die Kampagne an, was da so abgeht, was Survival ist. Vielleicht spielen wir ja nächste Folge eine Kampagne und letzte Folge des Survival. Das habt ihr in der Hand. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet, wie ihr die Idee findet, weil ich finde das mal was komplett Neues. Das habe ich bis jetzt so noch nie gespielt, sowas. Und das finde ich, das ist mal was Neues. Das kann man echt mal machen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn ihr es selber kaufen wollt, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann, danke fürs Zuschauen, danke an Items, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Kein Problem. Bis zum nächsten Video, haut rein, bis dann. Tschüss.